Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich kann selber kaum glauben, tatsächlich zu einer richtigen Wanderung mit Übernachtung. Lange ist es her. Entgegen aller Voraussagen eines Dauerregens von morgens bis abends ist es recht schön. Es ist ja windig, aber ansonsten mild und sonnig. Ich musste meine Jacke schon nach, weiß ich nicht, in den ersten 2-3 Kilometern ausziehen. Inzwischen haben wir etwa 5. Und ja, wenn ihr Lust habt, mich auf dieser Tour zu begleiten und zu sehen, wie ich mich vielleicht ein bisschen versuchen werde zu quälen mal wieder. Mal schauen, was überhaupt noch in den Knochen steckt nach so langer Zwangspause. Ja, dann bleibt gerne dran. In dem Fall viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Herrlich. Ja, moin moin. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Es ist traumhaft, wieder unterwegs zu sein. Anders kann ich es nicht sagen. Was steht heute an? Ich habe eine insgesamt 35 Kilometer Route zum Bahnhof Ottersberg. Werde allerdings dann irgendwann wahrscheinlich so nach 30 Kilometer um den Dreh mir einen Übernachtungsplatz suchen. Ja, das Wetter, wie gesagt, war ganz anders angesagt. Kompletter Dauerregen. Hatte ich mich darauf eingestellt und prinzipiell auch etwas drauf gefreut. Aber das soll auch noch trotzdem werden. Es hat sich lediglich verändert, dass wir bis 12 Uhr leichten Sonnenschein haben, dann bis 2 bedeckt. Das fängt nämlich auch gerade an. Ich denke, es ist kurz vor 12. Und ab 14 Uhr soll es dann beginnen zu regnen, zu nieseln, irgendwie sowas. Und zum späten Abend hin dann auch Starkregen. Was mich sehr freut, denn ja, A, schlafe ich sehr gerne bei Regen draußen. Das wissen ja inzwischen einige. Und insbesondere warte ich ja auch schon länger darauf, noch mal eine richtig verregnete Nacht im Nachtschatten zu verbringen, in dem ich nämlich heute schlafen werde. Oh, hier ist windiger. Mal schauen hier, ob ich richtig gehe. Sieht hier eigenartig aus. War mal ein Weg. Ja, aber das wird sich zeigen. Auf jeden Fall verändert sich das Wetter jetzt schon merklich zu den ersten 1-2 Stunden, in denen ich unterwegs war. Ja, testen wir sonst noch was. Das ist tatsächlich dann der erste richtige, ausgiebige Marsch mit Gepäck, auch mit meinen Wanderstiefeln. Ja, da werde ich dann, glaube ich, mal endlich nach meinem Urlaub, denn heute ist mein erster Urlaub, sagt man offizieller, ja, endlich mal tatsächlich das Review dann machen können, aufgrund der genügend gesammelten Erfahrungen dann. Ja, ansonsten, ich habe tatsächlich, wer es bei Instagram vielleicht gesehen hat, vor 2 Tagen das erste Mal dann wieder so ein 15er Marsch ohne Gepäck mit der süßen Ayla gemacht. Und das steckt mir immer noch ein bisschen in den Hintern und so. Also man verrostet doch schneller, als es einem lieb ist. Aber ja, das zu den ganzen Rundum-Informationen. Alles Weitere wird sich wie immer während der Tour ergeben und zeigen. Viel Spaß mir und euch auch. Uhr, 13 Kilometer, etwas mehr sogar, ja, beziehungsweise auf meiner Uhr immer erst 12 oder irgendwas, also Kilometer, denn der erste ist verschutt gegangen, da ich dachte, ich bin schlau, ich hatte ja so regelmäßig Probleme mit der Komoot-App da und habe mir jetzt extra mein altes Handy fit gemacht, habe die Karte offline runtergeladen, das Handy aufgeladen und dachte, ich navigiere dann rein damit, habe extra noch die ganzen Apps darauf gezogen und so, dann spart das halt Akku beim eigenen, aber warum auch immer funktioniert es nicht. Ich habe jetzt gemutmaßt, ob es daran liegt oder lag, dass keine SIM-Karte drin ist, dass trotzdem eine drin sein muss. Keine Ahnung, vielleicht weiß es einer von euch. Eigentlich war der Tipp ganz gut und die Idee habe ich versucht vernünftig umzusetzen. Nun läuft es doch über mein Handy, also frisst das schön den Speicher leer, den Energiespeicher. Aber gut, es gibt auf jeden Fall, wie man vielleicht an mir erkennen kann, die ersten Tröpfelchen die ganze Zeit, aber es hält sich noch in Grenzen. Da es sehr warm ist, hoffe ich, es bleibt so, weil mit Jacke wäre es mir jetzt zu warm, dann schwitze ich darunter genauso, als wenn ich nass werde. Aber einen Schirm habe ich auch dabei. Mal schauen. Ansonsten ist alles, also unter anderem meine Hose, frisch imprägniert. Meine Schuhe auch nochmal. Und da habe ich auch noch ein kleines Video sogar gemacht, wie ich meinen Kram imprägniere im Vorfeld. Aber das kommt dann irgendwann hier nach mal rein. Ja, dennoch sind die Seitenlüftungsschlitze meiner Hosen auf, weil ja, es ist recht mild. Also werde ich wahrscheinlich, sofern ich nicht klitschnass bin, nicht erfrieren. Ja, ich bin gleich in Borgfeld. Das ist dann auch ja so nach 15 Kilometern und vor den nächsten 15 Kilometern die einzige Möglichkeit, nochmal Zuladung aufzunehmen. Ich überlege schon, ob ich mir vielleicht irgendwie noch einen Kaffee oder sowas da auftreibe, vielleicht sogar ein Brötchen, wenn ich denn an einem Bäcker oder etwas Ähnlichem vorbeikomme.
am danach folgenden Ziel Fischerhude. Da habe ich extra geguckt, dass ich irgendwie bei so einem Rewe oder Edeka da vorbeikomme, um dann nochmal, ja, auf jeden Fall Getränke und sowas aufzufüllen. Aber auch jetzt etwas Wasser, so ein Liter, könnte ich schon wieder gebrauchen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall merkt man, auch wenn die Kamera das hier immer etwas hell belichtet, die Actioncam, wird es düsterer und es ist nicht mehr so schön wie die ersten ein, zwei Stündchen. Ja, es hat sich jetzt doch ganz gut eingeregnet. Also habe ich nochmal meinen Schirm rausgeholt. Oh, ja, war eine gute Entscheidung. Wird ja lieben gerne die Jacke anziehen, aber ganz ehrlich, ist es dafür zu warm. Da schwitze ich da drunter genauso wirklich. Das ist, ja, macht dann auch nicht viel Sinn. Tatsächlich in dieser Revolution Race Thematik, muss ich ja fast mal kurz anmerken und gestehen, ich glaube Ende Juli, Anfang August hätte ich ich hatte ja dieses Sponsoring, sage ich mal so, ein bisschen ausprobieren die Sachen und vorstellen, mit dem Deal halt das einmal zu zeigen und dann mal so nach, ja, irgendwie zu... Ja, gerade schon gleich, wäre falsch abgebogen, war nur die Kilometerangabe. Ja, auf jeden Fall hätte ich dann irgendwie Ende Juli, Anfang August dann quasi dieses Review daraufhin machen sollen. Aber ganz ehrlich, also mal abgesehen davon, dass ich den ganzen Sommer krank war, es eh nicht gegangen wäre, was soll ich so eine Allwetterjacke, die extra für so eine Bedingung ist, im Sommer testen? Kann man nicht. Kann man einfach nicht. Dann mache ich das auch nicht. Es gibt diese Review natürlich, wenn die Sachen ausgetestet sind. So, ja, wie mit den Schuhen, das hat sich ja leider auch verzögert. Normalerweise ist ja so eine gewisse Kilometerzahl und die verschiedenen Bedingungen schnell mal zusammengelaufen, wenn man viel unterwegs ist. Aber ich war halt 3,5 Monate raus aus dem Business, raus aus dem Leben, kann man fast sagen. Alles nicht so einfach, aber wie gesagt, wenn dann auch richtig, ganz oder gar nicht und so weiter und so fort. Hier ist gerade etwas räudig. Der dolle Regen mit dem Wind zusammen pfeift hier doch ganz schön drunter. Dann habe ich mich irgendwie etwas in der Planung, ja, nicht so sauber gearbeitet. Jetzt gehe ich hier mega das lange Stück an so einer Landstraße lang, so eine 100er. Teilweise ballern die ja auch voll an mir vorbei. Da kommt auch noch dieser ganze feine Dunst, ja nicht Dunst, dieser Sprühregen, den die da aufwirbeln. Und ich habe echt Hunger. Bin bei Kilometer 18 und war eben da in Lienthal, Borgfeld, was das war, einkaufen. Und habe... schöne leckere Sachen hinten in meinem Rucksack und hab Bock die zu essen, aber A, nicht an dieser Landstraße und naja, ich brauche schon was Überdachtes. Ja, ich merke wie bei meiner Hose, die ist so ab Po-Höhe definitiv flitschnass, aber man merkt eben, wenn es dann mal wieder aufhört, trocknet das auch mega schnell. Oh, dickes Auto und ja, viel nützt der Schirm nicht, das tropft ja auch alles gefühlt irgendwie hinunter. Aber vielleicht ziehe ich gleich doch mal einfach meine Jacke an. Aber wenn ich mich umziehe, dann muss ich das irgendwo machen, wo ich etwas regengeschützt kurz stehe. Vielleicht kommt mir mal eine Bushaltestelle. Ja. Aber mal abseits von dieser abgesehen von dieser Straße, ja, habe ich das genauso gewollt, genauso gebraucht. Traumhaft. Einfach perfektes Outdoor-Wetter. Hallöchen. Kilometer 21. Endlich weg von dieser übelst nervigen Hauptstraße mit den mega schnell langbretternden LKWs, die 3 Meter weite Nebelfontänen schießen. Ja, der Regen ist auch etwas weniger geworden. Ist sehr angenehm. Und man merkt auch selbst so schon den Vorteil dieser Synthetikfasern, der modernen, einfach, ja, die trocknen einfach mega schnell. Hätte ich jetzt so eine normale Jeans an, dann wäre die jetzt klatschnass die ganze Zeit. Ja, mein Magen meldet sich auch in immer kürzer werden deren Intervallen. Das heißt, der nächste halbwegs taugliche Platz zum Pause machen ist meiner. Denn auch meine Füße merke ich langsam tatsächlich etwas. Ja, aber so wie das hier aussieht, weit und breit nichts. Und mich jetzt einfach in den Regenstumpf zu setzen, selbst mit Jacke. Ja, wollte auch, dass mein Essen so nass regnet. Vielleicht mache ich das gleich, aber auch eine Bank ist hier ja bisher nicht. Also, kurz gesagt, ich halte die Augen offen und dann freue ich mich auf mein leckeres Menü. Thank you.
So, ja, es geht mit Sicherheit hygienischer, aber es geht auf jeden Fall auch nasser. Und ja, so schlecht ist es hier gar nicht. Die Flussbarsche, die kleinen und die Rotfedern schwimmen hier vor mir rum. Und ja, ich habe mein Menü aufgedeckt. Ja, es gibt hier allerhand. Erstmal ein schönes Frikadellenbrötchen. Dann bin ich sehr gespannt drauf. Da stand so eine einzelne Tüte, stand da genauso. Irgendwie Käse-Crossi-Ecken oder sowas. Sah so richtig geil, schön nach Kalorien aus. Ja, ein Eiweißriegel. Als Nachtisch ein Fruchtplunder. Die Dinger mag ich eigentlich gar nicht so gerne, aber irgendwie hatte ich ein Jeep da drauf. Ja, und das ein oder andere Getränk gibt es dann auch noch. In diesem Sinne lasse ich es mir einfach jetzt erstmal schmecken. So, mal schauen. Ach, schade. Leider mit Remoulade. Auf sowas gehört, wenn überhaupt, Ketchup. Und dann, das kann man sich aussparen. Aber wegschmeißen will ich es auch nicht. Oben unten Remoulade. Leute, macht auf sowas Ketchup oder fragt die Leute. Immer diese eklige Remoulade. Aber gut, es sind übrigens Kilometer 23. Ja, theoretisch, zeitlich bin ich besser vorangekommen bisher als gedacht, obwohl ich schon chillig gemacht habe und chillig geplant habe. Aber naja, noch ist nicht aller Tage Abend, also ich lasse es mich erstmal schmecken. Und dann, ja, diese Käseecken zeige ich euch gleich noch. Aber ja, dann sehen wir weiter. Remouladenburger, warum? Ach, während man sitzt, wird es dann doch echt schnell kälter. Ich wollte mich auch gerade schon beschweren, dass jetzt, wo ich hier Pause mache, ist es trocken und ich sitze unter dem Überdachten. Aber jetzt fängt es wieder gerade an, doch etwas mehr zu regnen oder zu nieseln stärker. Das finde ich gut. So, nun schauen wir mal in dieses kleine Tütchen. Man konnte das beim Bäcker auch nicht genau sehen, da war das offen. Ich so, oh, was ist das denn? Das Käseecken. So voll hungrig, weißt du. Sieht so sehr weich aus. Ein Blätterteig mit Käse. Irgendwie leicht gewürzt. Ja, kann man vertragen. Ein paar Kalorien habe ich auch schon verbrannt heute. Ja. Ich dachte, die wären knuspriger. Ist doch eher etwas Weiches. Na, okay. Schön hier. Käse kriegt er bestimmt gar nicht scharf. Aber er ist eher weicher oder weicher geworden beim klammen Rucksack. Ich hoffe lediglich, mein Schlafsack hält durch. Ja. Ich esse jetzt erstmal auf, der Rest ist auch nicht mehr interessant. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder auf der Strecke. Richtig geiler Weg hier, wirklich schön uriger Trampelfahrt, also ja, nebelig und diesig hier im Wald, sehr schön, aber mir ist kalt, beziehungsweise mir wird gerade schon immer wärmer, aber eben beim Sitzen ging das so schnell, dass mir richtig doll kalt wurde, einfach nur durch diese klammen Klamotten, das ist wirklich unglaublich, was das für einen Unterschied macht, also da muss ich heute Abend echt aufpassen, ich habe ein trockenes Oberteil oder quasi das für den zweiten Tag oder auch zum Schlafen halt inklusive dabei, das muss ich echt trocken behalten. Sonst wird es schlecht. Hier ist so eine ganz interessante Karte. Schönes, uriges Ding hier. Ich weiß gar nicht, wo wir gehen. Ich glaube, irgendwo hier so lang. Sehr abenteuerlich. Was ist da? Ein Wrack. Ein altes Schiffswrack. Ja, eigentlich müsste ich auch da lang gehen können. Gehe ich einfach. Da führt nämlich noch so ein Trampelpfad hier an die Seite. Weil viel weiter abführen kann nämlich nicht, da ich ja an der Flussseite einfach lang muss. Ja, die Jacke gleich angelassen. Aber da waren auch so ein, zwei Stücke, die so raushingen vorne bei meinem Rucksack. Die sind schon so vollgesaugt mit Wasser. Keine Ahnung, ob das jetzt viel nützt. Aber beim Laufen marschiert man sich auf jeden Fall sehr schnell wieder warm. Das merke ich schon jetzt nach wenigen Metern. Ebenso wie, dass dieser Trampelpfad hier ins Nichts führte. Ja, aber ich glaube, hier geht es sogar wieder auf den Weg. Viel Sinnvolles kommt, wie man merkt, gerade nicht aus meinem Kopf. Aber ja, ich habe an meinen beiden kleinen Zehen
glaube ich, ja, Blasen oder so. Also aushaltbar, aber ich merke es halt. Bin ansonsten nach den ersten paar hundert Metern, also das Sitzen hat dann schon gemerkt, dass wieder alles so, die Wehwehchen war man am Spüren. Und jetzt habe ich aber doch gemerkt, wie schnell ich mich wieder reinlaufe und das alles jetzt wieder etwas besser flutscht. Trotzdem freue ich mich sehr nachher auf diesen Moment, wenn ich dann einfach liege im Schlafsack schön. Nur fürchte ich, dass es nachher nicht so cooler Wald wie hier, richtig schön ist, wo ich schlafen werde, sondern eher einfach, ja, ich glaube, das sind Wümmelwiesen oder Flusswiesen. Wahrscheinlich ziemlich nah an irgendeinem Trampelpfad oder sowas. Ich glaube nicht, dass es ganz so cool sein wird wie hier. Können mich jetzt gefühlt auch schon hinlegen, aber dafür ist es noch zu früh. Dass hier der Weg ist, ist auch nicht so ganz offensichtlich. Gerade jetzt, wo die Blätter hier liegen. Tja, gut. Ich marschiere mich noch etwas weiter warm und dann schauen wir weiter. Quasi exakt 30 Kilometern verlasse ich nun hiermit auf dieser niegelnagelneuen und wundervoll nach Holz riechenden schönen Brücke das Dorf Fischerhude. Das war eine ganz eigene Erfahrung gerade schon wieder, Leute. Wie soll ich das beschreiben? Also erstmal ist es einfach ein langgezogenes Ding. Ich kannte es natürlich vom Namen, also ich habe es gar nicht erwähnt. Ich bin heute Morgen ja aus meiner Haustür gestartet. Sprich, ich habe mich jetzt wirklich hier vorgearbeitet bis hier. Da kennt jeder Fischerhude mindestens vom Namen. Einige werden wahrscheinlich lachen, dass ich da nicht mehr drüber weiß aus meiner Region selber. Auf jeden Fall sehr, sehr eigenartiges kleines Villagechen. Die Menschen, ja, das hat mich bestimmt einfach aufs Wetter erinnert. Sehr eigenartige Leute, alle sehr nett. Also das will ich gar nicht anders sagen. Aber es hatte einen eigenen Flair. Abgesehen davon jagte quasi Gasthaus, Museum, Kunstgalerie, Ferienwohnung, Park im Wechsel. Also allein diese ganzen Museen, so viele, ja, sehr eigenartig. Sehr, sehr schön, sehr schöne Häuser. Auch diese kleine Innenstadt, durch die ich da gegangen bin, richtig schön. Also das werde ich mir auf jeden Fall nochmal bei schönem Wetter, ja, in aller Ruhe, privat, ohne herzuwandern, am besten, ja, mit netter Begleitung anschauen müssen. Aber worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ich dachte, da wäre auch, ich würde an irgendeinem Einkaufsmarkt vorbeikommen. Was ich eigentlich dachte, dass ich mir das so lege, denn jetzt kommt die letzte Etappe, bevor dann Ottersberg kommt, was ja eigentlich mein Ziel ist. Und wovor ich ja noch mehr einen Schlafplatz suchen möchte. Joa, es ist jetzt 17:45 Uhr. Also spätestens in einer Stunde wird es schon dunkel. Es wird dann doch etwas knapp, aber ich fürchte, ich muss jetzt, ich weiß nicht, 5 Kilometer oder so noch ungefähr. Oder ein bisschen weniger, bis nach Ottersberg auf jeden Fall rein. Da wird es ja wohl, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es ein bisschen größer irgendein Rewe oder ähnliches geben. Ja, dort mir dann trinken und Armbrot kaufen. Also eine Trinkvorräte wieder auffüllen. Und dann, ja, entweder finde ich jetzt oft in diese Richtung gleich kurz vor irgendeinem mega coolen Schlafplatz, wo ich sage, alles klar, da gehe ich wieder zurück, weil einen besonders tollen werde ich wahrscheinlich ohnehin nicht haben. Es wird einfach ein, ja, der Zweck heiligt den Mittelplatz. Ja, oder ich gehe einfach noch in die andere Richtung danach weiter, durchaus Ottersberg raus. Da geht es dann auch noch mal ein bisschen in die Natur und laufe dann von da morgen wieder einfach zurück. Alles stumpf, aber da muss man ja auch flexibel sein. Ich laufe jetzt noch erstmal. Eine halbe Stunde spätestens werde ich dann eine Entscheidung fällen müssen, was ich tue. Hallöchen. So, Kilometer 33. Es wird merklich dunkler. Ja, der Weg zieht sich ganz gut. Noch ist Ottersberg nicht in Sicht. Aber ich finde zumindest, man geht jetzt hier nämlich direkt gerade an irgendeinem Seitenarm oder keine Ahnung was, es ist voll vorbei. Und ich finde so alle 500 Meter einen neuen akzeptablen Schlafplatz. Das heißt, ja, umso weniger werde ich dann zurücklaufen müssen. Aber ich gehe davon aus, da es jetzt schon so dunkel ist, dass ich dann halt entsprechend auf jeden Fall zurückgehe in die Richtung, bevor ich da jetzt ganz neue Landen erkunde. Ja, ist natürlich mit den Plätzen auch so eine Sache. Gibt auch immer wieder so nette hier mit so einer Bank, richtig, ne?
Das wäre jetzt ja schon, ja, so ein bisschen Campingplatzniveau, aber das ist dann halt doch direkt an einem Weg hier. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Also schauen wir mal weiter, ob ich was Besseres finde. Ja, hier jagt tatsächlich jetzt eine Bank die andere. Hätte ich gar nicht so gedacht. Die erste habe ich mir nämlich noch vorgemerkt. Die liegt jetzt allerdings schon ein ganzes Stück weiter hinten. Dort war nämlich bisher der eigentlich coolste Platz. Der war nämlich nicht einsehbar. Ich habe zwar keinen Panoramablick, aber dafür direkt an der Kante vom einem sehr breiten Stück des Baches. Richtig schön. Allerdings ist der Wasserstand noch recht hoch durch den Regen, wo es dann schon wirklich knapp wird, wenn das heute Nacht wirklich dauerhaft schüttet. Sieht das aus wie was gelegentlich auch mal überspült wird. Das wäre natürlich dann ein etwas unangenehmes Erwachen. Außer spült mich flussabwärts entsprechend im Zelt runter, dann geht es in die richtige Richtung. Kann ich mir den Zug morgen sparen. Ja, ich bin nicht am Ende meiner Kräfte. Ich bin ja auch noch nicht wieder da, aber ja, die Füße fühlen sich schon anders an als bei Kilometer 3, sagen wir es mal so. Aber dieses Gefühl oder der Gedanke, nachher einen Weg nochmal zurückzulaufen, das ist irgendwie nochmal was anderes. Spricht mich noch nicht so an, aber ja, ich hoffe, ich finde was Leckeres, wenn ich dann einen Einkaufsladen gefunden habe überhaupt. Sonst habe ich eh ein Problem. Und dann motiviert mich das, mich zu freuen auf mein Lager. Ja. Hallöchen, 19.15 Uhr, Kilometer 36. Herzlich willkommen am anderen Ende von Ottersberg. Nachdem ich mich von meinem Endzielbahnhof zum nächsten Einkaufscenter, Einkaufsladen navigieren lassen habe, was offensichtlich ein komplett anderer Stadtteil irgendwie ist, also locker so wie Osterholz Bahnhof, Marktkauf, wenn ich fast Famila gefühlt. Also, dass ich da hinten nochmal hinlaufe, was ja nochmal eine Dreiviertelstunde, Stunde dann in die Wiesen ist, das ist ausgeschlossen. Jetzt laufe ich die ganze Zeit durch die Stadt oder irgendwie da eben durch, zwar durch Feldwege, aber alles Jugendliche mit Boxen, die da rumlaufen, also mit Mucke und so. Ich fühle Outdoor gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt, null. Ja, keine Ahnung. Also entweder ich gehe jetzt erstmal eh zu diesem Rewe oder Edeka oder so, irgendwas ist das, und kaufe mir da irgendwas, ein bisschen Zucker, und dann überlege ich mir, ob ich entweder nochmal alleine diese Dreiviertelstunde zurücklaufe zum Bahnhof. Ja, oder guck, wie weit hier die nächste Natur ist und penne dann hier irgendwo hingeklatscht in irgendeiner Ecke, was auch echt unnötig ist. Also keine Ahnung, ich überlege gleich, vielleicht war das einfach nur jetzt ein Trainingsmarsch mit beim Rucksack. Keine Ahnung, keine Ahnung. Abtörner. Hier ist Rewe. Was willst du machen, ne? Ja, ich glaube, ich schlafe einfach nachher zu Hause, ey. Ja, moin. Inzwischen 3 Tage später. Ja, wie man sieht und wahrscheinlich auch erahnen konnte, bin ich also nach Hause gefahren. Meine Laune wurde beim Einkaufen nicht wirklich besser, ganz im Gegenteil. Und ja, ganz ehrlich, ich hatte jetzt keine Lust, mich da irgendwie gezwungenermaßen im nächstbesten Stadtpark da irgendwo zu hocken. Nö, dann lieber beim nächsten Mal. Auch wenn ich am nächsten Morgen tatsächlich, wo ich relativ früh wieder unterwegs war, es doch etwas bereut habe, weil es war wirklich so schönes, nach einer regnerischen Nacht, so schönes Wetter einfach, also schönes Klima, die ganze, ja, Ausstrahlung der Natur. Wäre wahrscheinlich schön gewesen, aber unterm Strich war es halt jetzt eine Wanderung einfach. Dennoch wollte ich jetzt zumindest noch mal ein kurzes Nachwort schnell dazu halten. Ja, also erstmal, wie gesagt, das soll ja auch Spaß machen, das ist erstmal wichtig. Ansonsten war es eine coole Tour und ich glaube, ich werde einfach nochmal irgendwie in die Richtung rennen. Verschuldet war es unterm Strich am meisten an mir selbst tatsächlich, denn ich habe da echt ein bisschen, also die Tour selber geplant habe ich schon vor Monaten ungefähr, ja, so Anfang der eigentlichen Saison, also zum Frühling irgendwann. Und ich habe tatsächlich das wohl irgendwie so gemacht, dass ich da in Borgfeld oder Lienthal genau an dem Rewe vorbeikam, weil der, da bin ich genau dran vorbeigelaufen. Ich dachte, ich hätte das auch so geguckt. Lange Rede, gar keinen Sinn, ich habe es nicht genau oder gut genug recherchiert. Ja, sonst wäre es auf jeden Fall anders gelaufen, weil dann wäre ich genau richtig an so einem schönen, gut ausgelasteten Punkt irgendwo da in den Wiesen an dem durchaus ein oder anderem akzeptablen Punkt liegen geblieben. War nun nicht der Fall. Ja, aber es war nicht das letzte Mal. Jetzt, übermorgen, ja, da gehe ich dann schon wieder aufs Bushcraftige Biwak mit Timon, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, dennoch auch noch kurz 1-2 Sachen so zur Ausrüstung etc. Die Jacke kam ja nun wieder nicht auf ihre Kosten oder konnte gar nicht auf ihre Kosten kommen. Lediglich scheint die tatsächlich diese Atmungsaktivität sehr gut zu funktionieren, denn auch darunter ist mein Sportteil nachher noch recht gut beim Laufen wieder getrocknet. Also ich kann auf jeden Fall noch nichts Negatives feststellen, aber dazu ist es zu früh. Ganz allgemein am besten
performt hat bei dieser Tour, und das wollte ich auf jeden Fall erwähnen, definitiv meine Schuhe, muss ich ganz ehrlich auch wirklich so sagen, meine Prabos-Stiefel, denn es war wirklich dauerhaft feucht, gerade der Boden, man sieht es ja auch bei den Videos, es war eigentlich fast alles so Wiesen, Waldwege, wo ich da lang gelaufen bin, also wenig asphaltierter Boden oder verhältnismäßig auf jeden Fall sehr wenig, und die haben dafür extrem lange oder extrem wenig im Allgemeinen Feuchtigkeit angenommen. Die standen noch einen Tag danach nur einfach im kühlen Raum bei mir. Den Tag danach habe ich tatsächlich, obwohl ich Urlaub habe, nochmal so einen kleinen 12-Stunden Arbeitsdienst eingebaut. Da hatte ich die dann wieder beruflich an und überhaupt kein Problem. Auch sonst, die waren leicht, die waren flexibel. Ich hatte bezogen auf die Strecke, trotz mit Marschgepäck, quasi nur zwei minimale Blasen links und rechts an meinem Zeh. Auch wenn das gar nichts zu sagen hat, das sollte man sich immer merken, Blasen haben mit den Schuhen eigentlich nichts zu tun. Das, womit der eine in Ultramarathon rennt, das kann dem anderen schon nach 10 Kilometern zum Abbrechen bei einer normalen Wanderung zwingen. Das ist immer kein Indiz. Aber auf jeden Fall sind sie leicht, haben ein gutes Fußklima, das muss man wirklich sagen. Ja, gefallen mir wirklich in dem Sinne sehr gut. Also das war jetzt schon mal nochmal so nächstes Level des Testens. Hat mich tatsächlich sehr begeistert. Ja, was auch auf jeden Fall wirklich positiv aufgefallen ist, ist mit den Hosen. Ich bin ja nun wirklich über 10 Jahre, seit ich Wandern und Zelten und Outdoor und Buschhoff alles mache, eigentlich immer mit stinknormalen Jeans los. Irgendwelche Cargo-Jeans in Grau oder Braun oder Grün oder was auch immer. Und klar, wenn die einmal feucht sind, die sind 3 Tage, die trocknen selbst an der Wäscheleine, brauchen die 2-3 Tage. Es ist halt immer richtig einfachste Baumwolle. Manchmal hatte ich so Mischgewebe, die waren dann so als Arbeitshosen, aber auch da extrem lange nass das Ding. Und jetzt so eine, beim Oberteil, die ist bei meinem Sportoberteil, wie auch bei der Revolution Race Hose, hat man einfach gemerkt, wie schnell das trocknet und auch dadurch sich schnell aufwärmt, alleine selbst wenn es klamm ist. Wo ich saß, war kalt, aber beim Laufen wird es auch ganz schnell wieder warm. Das fiel mir positiv auf, das wollte ich nochmal ganz grob zur Ausrüstung erwähnen. So. Ja, das war jetzt auch nochmal lange genug, ist Gelaber. Ja, die nächste Tour wird definitiv mit Übernachtung, oder allem Anschein nach auf jeden Fall. Ja, aber ich bin optimistisch zurzeit auch wieder, dass ich jetzt wieder regelmäßig mir was machen kann. Das freut mich. Oh, hier ist hell, ich werde bestimmt überbelichtet. Ich gehe mir doch mal in einen schön hellen Punkt hier. Ja, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Wenn ihr euch bis zum Ende angeschaut habt, dann freut es mich sehr. Ich hoffe, es hat euch etwas unterhalten. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was hin, wenn euch was Schlaues einfällt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. Ciao. Welt. Im Land, in dem kein Regen fällt.